Hinrundenpartie gegen den TSV 1860 München erinnert sich ein Mann ganz besonders gerne zurück. Patrick Korunkiewicz. Der Abwehrmann erzielte beim 2:1 Erfolg der Kölner sein erstes Drittligator überhaupt. Kein Wunder also, dass er sich noch ganz genau erinnert. Der Kai hat dann meinen tiefen Laufweg erkannt, hat einen super Ball reingespielt. Ich nehme einen guten Kontakt mit und hau dann mit links einfach mal rein. Am Dienstag wird es nicht einfach für die Kölner, bei den 60ern zu punkten. Immerhin spielen die Münchner noch um den Aufstieg mit. Patrick Korunkiewicz, wo sehen Sie die Stärken des Gegners? Ich glaube, man hat es gesehen, dass sie als Mannschaft, als Kollektiv super zusammenarbeiten. Die haben vorne natürlich mit Mölders einen überragenden Stürmer, der nicht viele Chancen braucht, um Tore zu schießen. Und deswegen müssen wir auch nicht nur auf Eden, auf die gesamte Mannschaft aufpassen. Aber ich glaube, wenn wir auf uns gucken, haben wir da gute Chancen. Aber auch die Viktoria hatte zuletzt einen Lauf. Was rechnet sich das Team aus? Wir wollen natürlich trotzdem mit breiter Brust dahin fahren, weil wir uns auch gut präsentieren und gut drauf sind. Und deswegen fahren wir dahin, um auch was zu holen.